Und da bin ich auch schon wieder zurück. Und wir müssen unsere Bilanz ein bisschen erhöhen. Denn die ist wirklich sehr stark im Minus. Ja, verdammt. So. Also unser Ziel ist ein... Na, wo ist denn unser Schiff? Achso, ja. Gut, unser Ziel ist es, einen Datenlog hierher zu bringen. Wie lautet der aktuelle Status? Ah ja, die verkaufen so einiges. Die? Ich würde mich ja selbst darum kümmern, aber mein Terminkalender ist zu voll. Ah ja, gut, finde ich super. Oh, ja. Oh. Erkunden Sie das auf der Minimap markierten Insel mit einem Schiff. Sie benötigen pro Insel 5 Tonnen Werkzeug, 10 Tonnen Holz. Erkunde eine Insel. Cool. Was so schnell? Notfallplan? Okay. Damit die Nahrungsversorgung der Bevölkerung nicht ins Stocken gerät. Okay, dann lade ich das mal aus und das hier. Große Ideen trotz kleinen Bunker verwässert die Tech-Gebäude. Okay. Lade ich dann auch mal aus und hier lade ich ein. Denn was brauchen wir hier? 10 Holz und 5 Werkzeug. Okay. In die 5 Tonnen. Und dann reisen wir erstmal hier hin. Was ist das hier? Achso, Werkzeugproduktion. Was ist das? So. Dann lassen Sie mal sehen. Es muss doch möglich sein, diese Firewall zu deaktivieren. Ja, ja, erstmal muss ich hier lesen. Wirkungsbereich zeigt die Anzahl der Bewohner, die durch dieses Gebäude beeinflusst werden. Null. Das hier ist jetzt keine Rohstoffe verfügbar. Hier sind doch Bäume. ja. Gut. Ja, nicht denn so wollen, aber jetzt Baustoffzellen sind hier nicht wahr? Achso, doch. Okay. Na gut, okay, diese haben wir alles. Sind ungewöhnlich. Vielleicht kann Dr. Devi helfen. Er arbeitet im Unterwasserlabor. Nehmen Sie einfach meinen Trimaran. Ja, wir nehmen jetzt das Schiff hier. Das Schiffchen hier. Und wir müssen jetzt liefern die Folgen zu Professor ein repariertes Datenlog. Okay. Ah ja, gut. So, dann gucken wir es uns doch mal an hier. Registriere unbekanntes Individuum auf dieser Insel. Nun, wie ist der Stand der Dinge? Unbekanntes Individuum. Was haben wir denn hier? Kommen wir erfolgreich, blablabla, besiedelte Insel. Achso, das ist hier. Diese Firewall ist ungewöhnlich. Das ist kein SAAT-Standard. Ich gebe die Daten in unser Analyseprogramm ein. Mal sehen, ob wir den Sicherheitsmechanismus knacken. Ah ja. Na, dann legen wir los. So, also wir haben jetzt hier dieses Gebiet erfolgreich erkundet. Was ist das? Stromausfall? Die Kommandokonsole, alle Systeme sind ausgefallen. Die Sauerstoffpumpen reagieren nicht mehr. Ja. Ich würde mal sagen, angearscht. Warnung. Menschliche Individuen in Lebensgefahr. Stromversorgung muss reaktiviert werden. Lade Notfallprotokoll. Das ist das Schiff. So, was steht hier jetzt? Laden Sie den Raum.
Sie haben Ihre Fähigkeiten eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Na, wem kommt dieser Satz bekannt vor? Ich sag nur eins, Anno 1404. So, der Trimaran ist doch hier dieses Schiff hier, wa? Nee. Das? Ich nehme einfach an, dass es der Trimaran ist. So, oh, was ist das? Kerosin, ah ja. Wir können auch U-Boot-Werf bauen und alles Mögliche. So, mir ist nie aufgefallen, dass die... Ach so, okay. Das ist ja interessant, ich wusste ja nicht, dass die... Stellen Sie sich vor, ich habe ein neues Labor bekommen, mit lauter neuen Geräten. Na gut, ich habe vergessen, was ich sagen wollte. So, 20 Tonnen, 9 Tonnen. Was ist denn das U-Boot? Ach da. So. Weitere Gebäude stehen zur Verfügung. So, hier hin. Die Musik ist schön. Okay. Da sollten wir es doch mit dem machen. Ich würde gerne wissen, was ein Trimaran sein soll. Ist das hier der... Nein. Was ist das? Stromausfall? Die Kommandokonsole. Alle Systeme sind ausgefallen. Sauerstoffpumpen reagieren nicht mehr. Das ist so ein Trimaran. Ach so, okay. Ich glaube, man soll abtauchen. Dann baut man sich sowas. Bitte beeilen Sie sich. Unser Sauerstoffvorrat wird nicht mehr lange reichen. Sorgen Sie für Energie, indem Sie Folgendes errichten. Meeresströmungskraftwerk. Lässt sich machen. Das ist ein Forschungslabor. Okay. Hier ist Meeresströmungskraftwerk. Und das Lustige ist... Leite Energietransfer ein. Man kann hier so eine Systemneustart initiiert. Unterwasserstraßen machen. Reaktiviert. Die man so eine. Die menschlichen Individuen sind außer Lebensgefahr. Rohre baut. Die ich mal kurz abreiße und dann mache ich das hier so. Das war knapp. Einen solchen technischen Aussetzer hatte ich nicht erwartet. Aber dank Ihrer Hilfe laufen die Systeme wenigstens im Notfallmodus. Nee. Und hier sieht man die ganzen, die Gondeln. Und das ist das Überwasserkontor. Es ist mir und meinem Team gelungen, die Firewall auszuschalten.
aber hier hat es einige Kurzschlüsse gegeben. Wir müssen die Datenanalyse bei Ihnen fortsetzen. Ja. Der hat gar nichts, oder? Ha, okay. Im Rahmenfang ist von Professor empfangen. Ah toll, darf ich ja nochmal untertauchen. Da verarsche ich. Das ist wirklich erstaunlich. Ja. Das Datenlog wurde mit komplexen Mechanismen gesichert. Fragen Sie nicht wie, aber der nicht autorisierte Zugriff auf Ihre Arche, der Stromausfall hier. Beides scheint zusammen zu hängen. Scheint aber auch nur so. Sehr nachdenklich. Warnung. Drohender Nahrungsmangel. Maßnahmen erforderlich. Also was nun? Aquafarm. Nahrungsmittellabor. Eine Aquafarm, ja? Kann es über Bord da? Ja, kann man. Dann werde ich hier ein bisschen. Mach einfach hier auch noch. Gut, fahren wir damit hier hin. Dann gucken wir mal, was hier die allen kosten. Okay, das geht eigentlich. Ja, das müsste sogar genau reichen. Dann reise ich noch mal hin. Und dann gucken wir mal. Ich bin gespannt, sowas habe ich noch nie gebaut. Sechs? Ach du Heiliger. Was zum Henker ist das? Algenzuchtstation. Das sieht irgendwie genial aus. Okay, Straßenverbindung. Gut, da kann man hier wieder wegnehmen. Eieiei, was sind das für Dinger? Die sehen ein bisschen aus wie Pickel. Oh. Was ist denn? Ein Nahrungsversorgung sichergestellt. Problem gelöst. Problem gelöst. Was soll ich damit eigentlich machen? Haltet eine Information. Halten Sie sich nicht damit auf, das Essen persönlich verschlüsselt. Diese nützliche Software wird Ihren Warentransport automatisieren. Soll ich das verstehen? Nehmen Sie mit Ihren Trimara Folgendes an Professor Davies Unterwasserlabor in Empfang. Okay. Hier funktioniert alles wieder, also teilweise. Sie können jederzeit mehr SAAT-Equipment erwerben. Hört zu, probieren Sie den Autopiloten gleich aus. Aktivieren Sie den Autopiloten in Ihrem Schiff, um Zugriff auf die strategische Karte zu erhalten. Registriere Optimierungspotenzial beim Überseewarentransport. Lade verfügbare Informationen über Handelsrouten. Ja, was hat mir das jetzt genau gebracht? So viel wusste ich vorher auch schon. Konnte man es vorher nicht, oder was? Richten deine Hand.
Transportroute. Ich bin Handelsroute gewohnt. Naja, das machen wir im nächsten Part. Bis dahin und ciao.